Hey, ich bin wieder da und ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr richtig, wie man Videos anfängt, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Das soll jetzt hier kein Video werden, wo ich mich groß dafür entschuldige, dass jetzt ein Monat, glaube ich, war es oder mehr, kein Video kam, sondern ich will euch wieder so auf den neuesten Stand bringen, also mal so ein kleines Update erzählen, warum ich keine Videos gemacht habe. Und ich habe mir überlegt, hier in den Wald zu gehen, so an meine Lieblingsstelle. Es ist eigentlich recht schön, nur das Problem ist, es kommen hier gerade überall die Stechmücken. Oh Gott, also falls ich mal hier während des Videos wild um mich schlage, ihr wisst Bescheid. Ja, es ist halt schon ein bisschen später, aber gut. Ich will euch erzählen, was los war die letzte Zeit. Ich war einfach für mich so nicht in der Lage, Videos zu machen, wo ich gesagt hätte, die unterhalten euch. Also vielleicht ja schon, aber das Ding ist einfach, ich mache jetzt seit, ich weiß nicht, 4 Jahren YouTube-Videos und es ist so ein großer Teil in meinem Leben, aber ich habe jetzt einfach mal eine Pause gebraucht. In letzter Zeit kamen ja immer weniger Videos, ihr habt das schon gemerkt. Also irgendwie, es war die Luft raus und es sind halt so ein paar Sachen auch in meinem Leben passiert, die jetzt nicht so cool waren. Jetzt auch relativ viel auf einmal und ich wollte euch ein bisschen was erzählen. Natürlich nicht alles, ist klar. Oh Gott. Das Video, scheiße. Also, na mal gucken, dann labe ich auch nicht so lange, dann mache ich mich hier auf den Weg. Aber hier, die Sonne geht gerade unter, das ist super schön hier, aber überall sind die scheiß Mücken. Vielleicht, ich laufe jetzt einfach, das wäre auch eine Idee, ich laufe jetzt einfach, während ich das Video mache. Ich meine, ihr seht eh nicht so viel, vielleicht könnt ihr auch nebenbei in einem Tab laufen lassen oder so. Dann hört ihr was und müsst nicht sehen, falls es hier so wackelt. Aber ich glaube, ich laufe jetzt einfach, weil ich kann nicht hier stehen bleiben, das wird zu viel Mücken. Okay, also was ist passiert? Ja, Punkt 1 ist die Trennung von Simon. Ich habe dazu kein Video gemacht. Ich habe dazu überhaupt nichts gesagt auf YouTube. Und Mücken sind. Und für mich war das nicht nötig, weil ich mir dachte, das ist sowas Privates. Das geht keinem was an und ich möchte auch nicht sagen, warum, wieso, was ist passiert genau. Das, wie gesagt, ich finde, das geht nur uns beide was an und dazu möchte ich gar nicht sagen. Wozu ich aber was sagen will, ist die Art, wie öffentlich damit umgegangen wurde. Und ich denke, dazu kann ich was sagen und dazu muss ich auch jetzt mal was sagen, weil mir das einfach so ein bisschen die Lust an YouTube genommen hat. Ihr müsst euch vorstellen, die meisten von euch sind vielleicht noch jünger, hatten jetzt auch keine Trennung, wissen nicht unbedingt, wie das ist. Und ich weiß ja auch, dass euch das interessiert, was bei uns so abgeht. Und wir natürlich auch viel von unserem Leben mit euch geteilt haben. Als wir zusammengekommen sind, da hatten wir ja, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Abos. Ich hatte sogar mehr Abos als Simon, um das so kurz klarzustellen. Und ja, wir haben da nicht groß drüber nachgedacht. Die meisten YouTuber, die jetzt eine Beziehung haben, ich will natürlich jetzt keine Namen nennen, ist klar, die sagen das nicht öffentlich. Und ich würde es auch nicht mehr öffentlich machen, weil einfach dieser Akt der Trennung dann öffentlich, das war so scheiße. Es war wirklich scheiße, ja. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn man sich trennt, dann ist es schon scheiße, irgendwie der ganzen Familie und den Freunden das zu erzählen und dann groß darüber zu reden. Mir müsste ich das mal geben. Wie gesagt, ich wiederhole mich, sehr dumme Situation. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass jeder es besser weiß, jeder dazu einen Kommentar hat. Also wenn ich auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube war, 80% der Kommentare bestanden aus: Bist du noch mit Simon zusammen? Warum habt ihr euch getrennt? Dann noch, ich gucke die ganze Zeit, ob hier jemand ist, aber hier ist gar keiner, okay. Dann, was auch geil war, du bist so eine Schlampe, du hast Simon so verletzt, weil ich dann halt auf Twitter auch mal Bilder gepostet habe, wo ich lache. Ihr müsst euch halt vorstellen, das ist, was soll ich denn machen? Soll ich auf Instagram Heulbilder machen? Ne? Also das ist, müsst ihr euch selbst mal überlegen. Das ist auch ein Flugzeug. Okay, das Video ist so fail, aber egal, es ist halt einfach. Ich wollte es jetzt einfach mal aufnehmen und zu Hause von Schminktisch setzen wollte ich mich nicht. Wir warten kurz, bis das Flugzeug weg ist. Also ich habe natürlich Bilder gemacht, wo ich lache, weil, wie gesagt, soll ich Heulbilder auf Instagram stellen? Und dann waren halt auch wieder 60% der Kommentare, du bist so eine Bitch, du hast Simon so verletzt. Und Leute, ihr wisst einfach nicht, was war. Also ich will ja auch jetzt wirklich nichts sagen, so, aber was, das hat mir halt einfach, nee, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich weiß, dass 80% von euch sowas nicht schreiben oder 90% oder 99% sogar. Die meisten machen ja gar keine Kommentare und ihr wirklich cool seid. Aber dann die Leute, die das gemacht haben, es hat mich wirklich richtig abgefuckt. Dann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr. Habe ich natürlich jetzt nicht so gezeigt und ich hatte natürlich auch noch ein paar Videos weitergemacht, aber irgendwie hatte ich keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil ihr müsst, ich hatte dann mehr Lust, mich einfach, ich sag ganz platt, mich abzulenken. Es war so vorher natürlich, ich hatte sehr viele Freunde in Köln. Hatte wenig Freunde hier, ein paar Leute, mit denen ich was gemacht habe, aber wenig. Und jetzt ist es halt so, dass ich das komplett gedreht habe. Ich habe halt natürlich, war ich jetzt immer am Wochenende hier, nicht mehr in Köln, die letzten Monate. Und ich habe mir jetzt hier wieder einen Freundeskreis aufgebaut, sage ich mal. Immer kurz umgucken, ob da jemand ist. Und auch wirklich tolle neue Leute kennengelernt und mir geht's gut. Also ich fühle mich super. Ich habe
immer was zu tun am Wochenende. Wie gesagt, ich habe jetzt Leute, die ich vorher so, ich sag mal, mittelmäßig aus der Uni kannte, mehr mit denen gemacht, Sachen unternommen, wirklich bin rausgegangen in Frankfurt. Das Lustige ist, ich kannte Köln, kannte ich mich besser aus als in Frankfurt. Also wenn mich Leute fragen, was kann man Gutes in Frankfurt machen, wusste ich nicht, weil ich natürlich die letzten Jahre, beziehungsweise das letzte Jahr eigentlich, eine Fernbeziehung hatte in Köln, Zug nach Köln halt. Davor hat Simon ja noch woanders gewohnt. Und ich habe jetzt mehr Frankfurt entdeckt, ich habe viel mit meinen Freundinnen gemacht, neue Leute kennengelernt. Und ja, es geht mir jetzt wieder gut so. Und ich denke, es ist jetzt auch mal, ja, ich kann euch jetzt auch langsam wieder mehr auf YouTube geben, weil ich komme damit klar und die Kommentare werden jetzt auch weniger. Das Ding, was ich vorher halt auch einfach hatte, was mich so angepisst hat, ist diese Tatsache, natürlich hat Simon mehr Abos als ich. Und natürlich haben jetzt viele Leute mich nur geguckt wegen ihm so. Und bitte diese Leute, die können mich auch gerne jetzt alle deabonnieren. Ich bin immer noch gut mit Simon befreundet und wir haben vielleicht sogar vor, dass ich im Sommer mit auf die Weltreise komme. Vielleicht, man weiß es nicht. Wir haben da letztens so ein bisschen drüber geschakert in den Kommentaren unter seinem Video. Und auch drüber geredet, also alles cool so. Wir hassen uns nicht und wir kommen gut aus. Und also jetzt kein Hate gegen ihn, aber einfach diese Tatsache, dass Leute, ich glaube, ich drehe jetzt einfach mal um, ich laufe jetzt hier wieder zurück, dass es halt Leute gibt, die mich nur deswegen geguckt haben, die können jetzt alle gehen, weil dieser Kanal ist von mir. Werden vielleicht wieder Videos mit Simon kommen, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Dies ist mein Kanal, meiner, ja, Katie Cake. Und bitte, wenn ihr nur deswegen da wart, dann deabonniert jetzt einfach alle und schreibt dazu keine doofen Kommentare mehr. Also ihr könnt natürlich weiterhin mir auf Twitter schreiben, so, wenn ich jetzt mit Simon natürlich Videos mache, werden auch wieder 60% der Kommentare, 70% sein, kommt wieder zusammen, ihr seid so cool. Das ist okay, ich weiß das, dass ihr euch so für unser Leben interessiert und das ist natürlich was, wo man mit klarkommen muss, für mich auch, aber einfach in der Situation von der Trennung war das einfach scheiße. Kann ich halt einfach so sagen, ich fand das sehr dumm, aber naja, jetzt geht's wieder besser. Ich hätte auch schon früher wieder Videos gemacht, aber dann ist noch was passiert, wo ich jetzt noch dazu kommen möchte. Nur ganz kurz, weil das gehört nicht unbedingt auf YouTube. Aber ich will es euch einfach noch erzählen, weil das war letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen. Und hat dann doch ein bisschen runtergezogen. Und zwar, ist halt ein Freund von mir aus der Uni, den ich jetzt seit einem Jahr ungefähr kenne, gestorben. Relativ jung. Und es hat uns halt alle sehr erschüttert, weil es war ein Unfall. Kam relativ plötzlich und es war dann nochmal so ein Schock, den man einfach hatte. Natürlich war ich mit dem jetzt... Es war jetzt nicht so schlimm für mich wie für seine Familie oder für seine allerengsten Freunde, weil wir halt schon was zusammen gemacht haben, aber es doch jetzt nicht so tief natürlich war, also kann ich ganz sagen. Und deshalb hat es mich jetzt nicht so umgehauen wie andere natürlich. Also ich will mich da jetzt nicht groß aufspielen und so, aber es hat uns doch alle sehr erschüttert. Einfach so ein Menschen, der war einfach noch da und dann ist er weg. Ohne Vorwarnung einfach und auf so eine dumme Art und Weise und... Was heißt dumm? Also es war natürlich, nein, aber ich meine damit einfach, ja, ich kann das gar nicht richtig sagen, was ich eigentlich sagen will, aber einfach auf so eine, ja, war halt ein Unfall und es war jetzt nicht, er war nicht krank, er hätte noch 40, 50, 60, 70 Jahre weiterleben können und dann ist er einfach weg von einem Tag auf den anderen und das hat uns schon alle sehr nachdenklich gemacht. Wir hatten noch eine Trauerfeier in der Uni alle, wo wir uns zusammengefunden haben, wir haben Luftballons steigen lassen mit letzten Worten so. Und wir haben da schon versucht, uns alle mit auseinanderzusetzen, mehr oder weniger. Aber es ist halt schwer. Und dann war ich auch nicht so in der Lage, ein Video zu machen. Weil wenn ich Videos mache, will ich euch irgendwie auch unterhalten. Und nicht, also, ich merke auch schon wieder, labern kann ich natürlich auch wieder sehr gut. Das ist klar. Das konnte ich schon immer gut. Aber, dann in so einer Stimmung, nach außen hin war ich zwar okay, also ich habe jetzt nicht wirklich viel geweint oder nicht so, dass ich total, weiß ich nicht wer, aber innerlich habe ich mich doch nicht so cool gefühlt und das dann, ja nee, dann die Hemmschwelle wieder Videos zu machen war dann immer größer und dachte ich mir, lass ich es doch gleich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt froh, dass ich mir wieder die Kamera angemacht habe und hier durch die Gegend laufe. Das nächste Video sollen auch vielleicht wieder ein paar Schminkvideos werden oder was anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe auch Bock wieder mehr über... Ich hätte auch voll Bock, ich muss ganz ehrlich sagen, über so Mädels-Jungs-Themen zu reden, weil ich habe jetzt Single-Freundin und ich bin auch Single. Also nochmal ganz kurz zur Klärung, ich bin nicht mit Andrew zusammen, haben ja auch einige gedacht so. Wir haben uns da so ein bisschen einen Scherz gemacht, weil es voll viele in die Kommentare geschrieben haben. Aber ich bin nicht mit ihm zusammen, wir sind nur Freunde, also das ist gar kein Thema. Ich
Ich habe keinen Freund und ich glaube auch irgendwie, ohne da jetzt groß, ich weiß nicht ganz genau, wie das in Zukunft sein wird, weil momentan, wie gesagt, ist niemand da. Aber falls ich wieder eine Beziehung haben werde, sollte irgendwann in Zukunft, dann werde ich es, denke ich, auch nicht mal auf YouTube erzählen. Ja. Sind jetzt einfach die Leute schuld, die da so rumgehatet haben, ganz ehrlich. Also ich will mir das und dem anderen nicht mehr antun. Vielleicht irgendwann, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft ist, wenn man mit irgendjemand zusammenzieht, dann vielleicht irgendwie schon. Oder es ist auch cool, Follow Me Around zu machen, einfach so, ne? Also was ich hier mit Andrew in Amsterdam gemacht habe, ja, wir sind zwar nur befreundet, aber einfach, wenn man sowas halt mit jemandem macht, mit dem man zusammen ist, ist schon cool, ist irgendwie lustig, ne? Ich finde sowas cool zu schauen und ich finde es auch interessant bei anderen. Aber immer sich das dann anzutun, da muss man dann schon, weiß ich nicht, aber das ist jetzt momentan eh kein Thema. Müssen wir nicht groß drüber reden, aber wie gesagt, bin jetzt halt Single und ich habe viele Single-Freundinnen und, was heißt viele, aber ein paar. Und man kriegt doch einiges mit. Also ich habe eine Freundin, die hat manchmal 2 Dates am Tag, also nicht, dass sie da mit jedem von denen was hat, aber nur Dates, einfach chillig, trifft sich mit Leuten und das ist so lustig und ich höre so viele lustige Sachen und es ist halt sowas, so ein bisschen vergleichbar wie so eine komische Frauenserie oder so. Es ist so lustig, was alles so passiert. Dann regen sich immer alle über Männer auf und oh, keine Ahnung, man kriegt so viel mit und das ist so lustig. Und ich habe so viel Spaß momentan einfach mit denen. Und oh, da vorne läuft ein Fuchs, oder? Cool. Ich laufe mal ein bisschen wieder weg. Kurz, bis der weg ist. Nicht, dass ich Angst vor Füchsen habe oder so, aber ich will ihn jetzt nicht stören. Ich laufe aber noch mal kurz in die andere Richtung, bis ich fertig geredet habe. Ich bin nämlich gleich schon wieder auf dem Fußgängerweg. Und ja, irgendwie hätte ich auch so ein bisschen Bock, Videos über sowas zu machen, weil es ist ein lustiges Thema und ich meine, ich war jetzt 3 Jahre so in einer Beziehung und ich war glücklich, aber jetzt ist es auch lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin gern Single gerade. Es ist alles cool. Also es ist... Manchmal denkt man natürlich, wenn man einsam ist, oh, ich hätte gerne einen Freund vielleicht wieder, aber will ich gerade gar nicht eigentlich. Also mal gucken. Kann man wieder nicht alles sagen, ne? Aber ich habe momentan echt wieder sehr viel Spaß. Und Uni läuft auch sehr gut. Kurz dazu noch mal was. Das Video wird lang, aber wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, schaut es. Wenn nicht, könnt ihr aufhören einfach. Ich habe ja mein Physikum gemacht, bin jetzt im 6. Semester und das ist mega geil. Also wir assistieren öfters bei Behandlungen von älteren Semestern, macht super viel Spaß. Und ja, es ist geil und ich freue mich super, dass ich Zahnärztin werde. Läuft alles sehr gut, macht mir Spaß, es ist alles, ja, sehr schön und ja, ich kann auch echt mal wieder Videos machen, weil jetzt kann ich ja hier, ist hier die, ich weiß auch nicht, die Meckerphase vorbei. Wir drehen nochmal um. Ja, also alles wieder okay so. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ist halt wieder stressig, weil ich habe halt wieder Prüfungen. Und ich kann immer nur am Wochenende drehen und manchmal bin ich am Wochenende so faul dann. Und dann gehen wir immer feiern oder in eine Karaoke-Bar oder machen sonst irgendwelche lustigen Sachen. Aber ich kann ja immer schlecht filmen, weil die anderen weiß ich nicht, ob die es so cool finden, wenn wir da... Wobei, könnt ihr mal fragen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben die auch das Bedürfnis, mal ein bisschen was auf YouTube zu sagen. Ich weiß es nicht, meine Freundin. Ja, und dann halt da noch Videos drehen und lernen und das ist immer ein bisschen viel, aber eigentlich merke ich schon wieder so, oh, ich habe gerade total Spaß und ich könnte jetzt irgendwie noch 10 Minuten länger reden und ich muss unbedingt, ja, jetzt wieder anfangen und ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus diesem Video rausnehmen, wenn nicht, dann tut's mir leid, ich hatte Spaß und ja, ich denke, ich werde jetzt hier aufhören, nach Hause laufen, weil ist schon relativ spät. Und ich würde das Video gerne auch schneiden und dann hochladen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr für Videowünsche habt für die nächste Zeit. Wird mir helfen. Ich habe zwar schon wieder Ideen, aber ich muss jetzt hier auch mal meinen Channel genau wie mein Leben ein bisschen aufräumen. Tiefsinnig. Ja. Und ja, schreibt mir eure Vorschläge. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wir sehen uns jetzt hoffentlich bald wieder öfters, mindestens einmal die Woche, würde ich schon gerne machen. Das wäre mal das Mindeste wieder, weil ihr habt mich so viel, so lange unterstützt. Und ich will nicht sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen hängen gelassen, weil es ging einfach für mich nicht, Videos zu machen. Ich war da einfach nicht... Ging nicht, ne? Und ja, jetzt aber ist wieder alles okay. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ihr könnt jetzt gerne das Video positiv bewerten und einen Kommentar schreiben. Ich bin gespannt. Und bis dann. Tschüss.